Grüß euch, ich habe die Ehre. Jetzt nehme ich euch mal mit auf meinen Nordholland-Vlog. Und zwar bin ich mit dem Nightjet nach Amsterdam gefahren und dann ging es weiter nach Zandvoort. Ja, ein bisschen Hintergrundinfo zu dem Zug. Also dieser Nachtzug ist bis 2017 noch von der Deutschen Bahn bedient worden. Also dann konnte man von München nach Amsterdam fahren. Aber den haben die aus Geldmangel oder beziehungsweise aus Sparmaßnahmen haben sie den Zug eingestellt, gell? Es hat sich dann natürlich der ÖBB geholt. Die haben sie natürlich gesagt, na, der Zug ist meistens voll, also da machen wir richtig gut Money. Ja, jetzt fährt er von Innsbruck nach Amsterdam. Aber wirklich, und der Vorteil ist, bei der Deutschen Bahn gab es kein Frühstück und jetzt bei der ÖBB kriegt man sogar Frühstück im Liegewagen. Also ich war richtig, ja, erstaunt, dass es jetzt ein Frühstück sogar dazu gibt, gell? Weil ich bin im Zug schon seit, ich fahre den Zug schon Ewigkeiten, also seit 10 Jahren gab es den schon bei uns, aber halt jetzt muss ich ihn über den ÖBB buchen, weil sonst geht es halt nicht. Ja, ich verstehe es bei der Deutschen Bahn auch nicht, warum sie so einen Zug einstellen. Und ich kann mich noch erinnern, ein Zugleiter hat mir gesagt, der hat es auch nicht verstanden, weil dieser Zug immer gut ausgebucht ist, dass man sowas einstellt. Aber so ist es bei der Deutschen Bahn, gell? Die sparen überall an den Ecken und Enden. Und es kommt dabei raus, dass irgendwie, ja, gerade bequeme und schöne Züge oder die, wo wirklich... Weil es ist ja geil, du steigst in der Nacht ein, also am Abend, späten Abend steigst ein und am nächsten Tag bist du in einem anderen Land. Das ist wirklich geil zum Fahren. Also ich weiß nicht, warum man sowas einstellt. Die haben ja auch den nach Madrid eingestellt, nach Rom und so, das waren diese Nachtzüge. Schade, schade. Und jetzt hat, gell, habe ich gehört, dass die Deutsche Bahn das wieder aufnehmen möchte. Also die haben gemerkt, dass da doch einiges geht. Ja, so ist halt, gell. Aber ich wünsche euch was und ich nehme euch da mit und kommt ein bisschen Musik. Ja, ich weiß, meine Musik ist nicht jedermanns Sache, gell. Ich sehe es immer auf bei meinen Aufrufen, gell? Bei der Musik sind bloß ein paar Hanseln, wo zuschauen. Und dann bei irgendwelchen gesprochenen Videos sind es dann doch mehr. Aber macht nichts, das ist ja MyTube und nicht YouTube. Deshalb, ja, jetzt gibt es wieder ein bisschen Mucke und bleibt brav, bleibt sauber und wisst ihr selber. Harte Zeiten und übrigens, gell, in Holland, die Preise sind noch höher wie bei uns. Also mal so nebenbei, gell. Also, wünsche euch was, pfiat euch, ciao.